In der letzten Woche haben wir die Alexander von Humboldt Professuren, die neuen, 5 Alexander von Humboldt Professuren eingeführt. Das machen wir immer mit einer größeren Veranstaltung. Das ist auch beeindruckend, etwas über die Biografie zu hören. Und das hat natürlich der Chef der von Humboldt Stiftung, Herr Schwarz, moderiert. Und Herr Schwarz hat in seiner Eingangsrede gesagt oder hat verglichen das Wissenschaftssystem in Deutschland mit anderen im internationalen Vergleich. Und ich denke, viele von Ihnen oder alle kennen Professor Schwarz, der also jemand ist, der ausgewiesen viel in der Welt unterwegs ist, in unterschiedlichen Positionen bei der Brandenburgischen Akademie und an anderen. Also wirklich jemand ist, der, glaube ich, den Vergleich wagen kann. Und er hat die Einschätzung, er hat folgende Einschätzung, jetzt werden Sie gleich alle brüllen, er hat folgende Einschätzung für das Wissenschaftssystem in Deutschland. Er hat gesagt, wir haben hier in Deutschland im Wissenschaftssystem das Paradies mit Baustellen. Sowas würde ich mir nie trauen, als Politikerin zu sagen, könnte man nicht, wäre arrogant, wäre völlig daneben etc. Aber ich habe ihn ja nur zitiert an der Stelle. Und ich habe ihn deswegen zitiert, weil mir sehr sympathisch ist, wenn man nicht etwas tut, was vielleicht in unserer deutschen Mentalität liegt, bei Einschätzungen immer sofort in Schutt und Asche zu gehen, alles schlimm zu finden, dabei meistens, gerade auch im Wissenschaftsbereich, einen Aspekt herauszugreifen, wo es vielleicht wirklich sehr kritisch ist. Also wenn es zum Beispiel um die Kommunikationstechnologie im Vergleich mit anderen Ländern geht, aber dann immer dieses Verallgemeinern und sozusagen nicht genügend Selbstbewusstsein zu haben. Wenn ich nach den USA schaue, ist ganz anders ausgeprägt die Mentalität. Und schon allein dieses Selbstbewusstsein bringt keine wissenschaftlichen Ergebnisse, aber ich denke, für das Akquirieren von Geld, für die Darstellung international ist es wichtig. Und deswegen bin ich ja Haarhoff, wir sind ja manchmal nicht einer Meinung, aber immer öfter, nicht einer Meinung, sondern umgedreht. Nein, aber deswegen bin ich dem Expertenrat sehr, bin ich dem Expertenrat sehr dankbar, weil das EFI-Gutachten doch versucht, eben nicht nur einen Aspekt zu sehen und zu fokussieren, 3%-Ziel oder was anderes, sondern den Versuch startet, umfassender einzuschätzen, wie sind wir aufgestellt international und auch immer viele Anregungen. Ich würde gerne einige Punkte jetzt kurz anreißen, ansprechen. Eigentlich wollte ich 7 Punkte ansprechen. Meine Leute haben gesagt, also 3 ist eigentlich das, was man machen kann, 5 höchstens. Ich fasse 4 bis 6 zusammen, es sind also jetzt 5 Punkte. Der erste, die haben gesagt, geht gar nicht, es sind ja kurze Punkte. Der erste Punkt ist, wenn es um das Wissenschaftssystem, ich meine die Zahlen, wie stehen wir da beim Zitieren und bei Patenten und so etwas, ist sicher an der einen oder anderen Stelle heute schon genannt worden, will ich gar nicht darauf eingehen. Erster Punkt ist das Thema der Finanzierung. Wir haben seit 2005 im Rahmen der Bundesregierung eine eindeutige Schwerpunktsetzung. Das heißt, der BMBF-Haushalt ist Jahr für Jahr gesteigert worden, auch in den Jahren, in denen es finanziell sehr schwierig war, in den Jahren der Finanzkrise, entgegen dem Trend und dem, was in anderen Bundesressorts passierte. Und ich habe mir Sorgen gemacht, ob wir jetzt, wenn man Jahr für Jahr steigert, wird der Gradient dann irgendwann muss der notgedrungen schwächer werden und kann sagen, dass wir in dieser Legislaturperiode noch mal eine Steigerung haben um 25% des BMBF-Haushaltes. Das ist der eine Fakt, das macht sich auch bemerkbar. Das wird gerade, wenn Wissenschaftler aus dem Ausland kommen, auch wohlwollend registriert. Auch im Gegensatz zu dem, was in den USA passiert, wo das doch ziemliche Ausschläge in der Finanzierung gibt oder meinetwegen in Großbritannien. Aber diese Finanzierung hat trotzdem nicht verhindert, dass wir in Deutschland ein Auseinandergehen der Schere der Finanzierung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Hochschulen haben. Und deswegen war ein entscheidender Punkt in den Koalitionsverhandlungen, wie kann man, auch wenn wir nicht die Kompetenz oder die Zuständigkeit haben für die Hochschulen von Seiten des Bundes, diese Schere ein Stück schließen. Und deswegen die Entscheidung, dass noch bevor wir 91b realisiert haben, dass der Bund die BAföG-Mittel zu 100% übernimmt und damit die entsprechenden 1,17 Milliarden jährlich frei werden in den Ländern. Die waren ja in allen Haushaltsplänen. BAföG ist ja eine Pflichtaufgabe, eine gesetzliche. Und die Vorstellung, dass dieses eingesetzt wird, insbesondere im Hochschulbereich, die Wirkungen sind unterschiedlich in den Ländern, wie es gehandhabt wird. Und ich kann ganz deutlich sagen, ich bin ein
wirklich Verfechter des föderalen Systems. Aber es reicht nicht, wenn der Bund die Schwerpunktsetzung macht für diesen Bereich. Und es reicht auch nicht, wenn einige Länder das machen. Und einige Länder gehen damit sehr sorgfältig um. Die geben es zu 100% in den Hochschulbereich oder geben es für unbefristete Stellen, weil es nicht reicht. Weil wir, wenn wir insgesamt als BRD, als Bundesrepublik Deutschland gut sein wollen, dann muss diese Schwerpunktsetzung, wie stark ein Land auch immer ist, wie viel Geld es aufbringen kann, aber diese Schwerpunktsetzung müssen wir gemeinsam tragen. Nur dann sind wir insgesamt stark. Und so klafft die Differenz zwischen den Leistungsstarken im Wissenschaftsbereich Bundesländern und anderen geht noch mehr auf. Und das ist für die Bundesrepublik insgesamt nicht günstig. Der 91b macht es jetzt einfacher, dass wir gemeinsam mit den Ländern auch im Hochschulbereich unbefristet und institutionell fördern können. Aber für mich ist nicht das Wichtigste, dass wir dort als potenzielle Geldgeber jetzt interessant ist, wobei die Erwartungen total überhöht sind, sondern ich finde ganz entscheidend, dass wir jetzt, und da wird mir Frau Kunz zustimmen, das, was wir im gemeinsamen Wissenschaftsministerkonferenzbereich machen für die Außeruniversitären, nämlich strategisch zu überlegen, was sind Schwerpunkte bei uns, wo wollen wir hin, wo wollen wir stärken, dass wir das jetzt auch im Hochschulbereich machen können. Also die strategische Möglichkeit zu planen, nicht einzugreifen in die einzelnen Länderplanungen, aber sich auf gemeinsame Ziele zu verabreden mit dann sehr unterschiedlichen Wegen. Für mich ist aber das Problem, dass dann viele Bundesländer sehr stark das sehen, was man natürlich als Landesministerin immer machen muss, zu schauen, wie kann man maximal viel in das eigene Bundesland holen, das ist natürlich. Aber wenn wir hier wirklich etwas erreichen wollen und wenn es um die Punkte geht, die in den Kernbereich der Hochschulen gehen, brauchen wir Einmütigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass man an dieser Stelle, auch wenn das eigene Bundesland vielleicht bei der einen oder anderen Sache nicht so partizipiert, die gesamtstaatliche Verantwortung sieht. Das ist entscheidend und die Krux, die ich sehe, bei aller Freude über den 91b. Zweiter Punkt. Wie sehen wir aus im Grundlagenforschungsbereich? Keine Diskussion, dass das Unsinn ist, Grundlagen anwendungsorientiert, das können wir uns hier sparen. Wir können aber sagen, dass in dem großen Bereich der Forschung, der nicht auf Verwertungsorientierung aus ist, sondern wo es wirklich um Forschung geht, die nicht auf Verwertbarkeit schaut, also in der Grundlagenforschung, sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Wir haben Max Planck, wir haben Helmholtz, wir haben die Leibniz Gemeinschaft, wir haben den gesamten Reigen der universitären Einrichtungen. Wir sind im Vergleich zu anderen Ländern dort gut und haben diese gute Basis durch den Pakt für Forschung und Innovation in den letzten Jahren gestärkt, weil dadurch Spielräume entstanden sind, die man nutzen kann, um Dinge auch zu verändern und um Schwerpunkte zu setzen. Zwei Punkte, die in Zukunft wichtiger werden. Sie sind überrascht, wie Entscheidungen manchmal getroffen wurden vor Jahren für Großforschungseinrichtungen oder für Großgeräte. Und also ich war auch verblüfft, weil ich das anders erwartet hatte. Wir haben jetzt im Wissenschaftsrat die Roadmap, den Prozess, dass einerseits die wissenschaftliche Expertise bewertet wird. Ist das ein Projekt, was international wichtig ist, einmalig ist, aber eben auch die betriebswirtschaftlichen und anderen Komponenten. Und diesen Prozess, muss ich sagen, werden wir konsequent weiterführen. Das heißt, wenn wir als Wissenschaftsstandort Deutschland wirklich kritische Massen in verschiedenen Bereichen internationale Spitzenleistung erreichen wollen, dann muss man von vornherein akzeptieren bei diesem Prozess, dass nicht alles gefördert werden kann, dass es gute Forschungsprojekte geben werden, die trotzdem nicht den Zuschlag, ist ja Grundlagenforschung, für die entsprechenden Infrastrukturen erhalten kann. Das ist unabdingbar, weil ansonsten können wir nicht immer darüber reden, dass wir nicht alles machen können. So reich sind wir nun auch nicht. Und wir müssen, das ist noch viel schwieriger, im Rahmen der EU, wo wir auch so Ansätze haben, dass wir das, was wir Deutschland angefangen haben, auch so eine Art Roadmap-Prozess. Und der ist natürlich sehr viel schwieriger noch aufgrund der Beteiligung der einzelnen Länder. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wenn es um Grundlagenforschung geht, dann ist das der entscheidende Topf für die Hochschulen, um für Grundlagenforschung, für entsprechende Projekte Geld zu akquirieren. Eine Gefahr sehe ich, das haben wir erlebt, als die ersten ERC-Grants vergeben wurden. Da waren wir gar nicht gut aufgestellt, da haben die Niederländer viel abgefasst, da hat Großbritannien gut gepunktet und Deutschland relativ wenig, weil bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Strohschneider, ist das Geld schneller zu holen als in diesen anderen
von Töpfen. Bei den Grants sind wir mittlerweile sehr gut, aber die Gefahr muss man sehen, dass wir erwarten, dass die Wissenschaftler auch die Quellen, die nicht wie DFG-Anträge, Sonderforschungsbereiche und anderes, dass wir versuchen, weil wir zahlen viel ein in den Bereich. Und wenn wir Spitzenforschung betreiben wollen, dann muss man sich auch dieser Mühe, die wirklich manchmal sehr mühselig ist, unterziehen, um dort das entsprechende Geld zu holen. Letzte Bemerkung zum Thema Grundlagenforschung. Wir haben immer wieder Forschungsbereiche, wo wir Akzeptanzprobleme haben, die dazu führen, dass diese Forschung aus Deutschland vertrieben wird, nicht mehr stattfindet. Grüne Gentechnik ist de facto der Fall. Im Moment gibt es Diskussionen um die Fusionsforschung. Wir haben das Thema der Tierversuche. Wenn wir so agieren, dann vertreiben wir nach und nach die Bereiche, in denen wir Spitzenstellungen haben und haben könnten, aus Deutschland. Und das ist nicht einfach rückholbar. Und deswegen ist es ganz wichtig, und darauf komme ich, dass wir nicht nur für verstärkte Akzeptanz werben, sondern dass wir auch in der Politik uns selbst kritisch sehen. Es gibt Untersuchungen, wie ist dann die Ängstlichkeit oder die mangelnde Technologieakzeptanz in anderen Ländern? Und die ist zum Beispiel in Norwegen und Schweden nicht größer als in Deutschland. Da sind wir ungefähr gleich. Aber die Effekte, was gestattet man sich in Deutschland, worauf verzichtet man, worauf reagiert man, die sind ganz anders. Und das, glaube ich, ist sehr stark auch eine politische, vielleicht auch mit der Wirtschaft gemeinsam, so ein bisschen vorauseilendes Gehorsam, dass man sich nicht auseinandersetzt mit mangelnder Akzeptanz, sondern dann auch sehr schnell agiert. Dritter Punkt, Exzellenzinitiative. Die Exzellenzinitiative hat, glaube ich, viel verändert im deutschen Hochschulsystem. Und nicht nur bei den Hochschulen, die zu den Gewinnerhochschulen zählen, die Cluster oder dritte Säule gewonnen haben, sondern insgesamt die Profilierung und die Frage, wo sind unsere Stärken und die Veränderung. Das ist etwas, wir hatten immer, fand ich, habe ich auch immer verteidigt, als ich selbst Rektorin war oder Landesministerin, dass wir ein gutes durchschnittliches, nicht im Sinne von schlechten Durchschnitt, sondern dass wir ein wirklich mittleres, sehr gutes Niveau haben, was die Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen anbetrifft, dass wir aber durch die Exzellenzinitiative stärker noch eine Profilierung und den Versuch, Spitzenleistung, Exzellenz zu erreichen. Wir haben den Grundsatzbeschluss der Ministerpräsidenten aller Bundesländer und der Bundeskanzlerin letztes Jahr im Dezember, dass die Exzellenzinitiative weitergeführt wird nach Ende 2017, dass die Gelder so wie jetzt mindestens zur Verfügung stehen. Und wir überlegen, wie geht es weiter? Was ziehen wir jetzt aus Neuerungen durch den 91b? Wir wollen nicht wieder alle in einen neuen Wettbewerb treiben, sondern auch langfristige Fördermöglichkeiten eröffnen. Und wir wollen an dieser Stelle auch wirklich neue Formate überlegen. Aber wir warten ab, was die Imboden-Kommission zu der Landschaft insgesamt sagt. Für die Imboden-Kommission ist von Interesse nicht, was ist in einem Spezialgebiet, Biochemie oder so, passiert, sondern für die Imboden-Kommission ist die Frage, was hat das mit dem Gesamtsystem gemacht und mit den einzelnen Hochschulen? Das heißt, wenn eine Hochschule ein Cluster gewonnen hat, hat das dazu geführt, dass die Hochschule insgesamt sichtbarer, leistungsstärker wird, oder hat es dazu geführt, dass genau die anderen Bereiche benachteiligt werden, dass die sozusagen die Beschleunigung eines Bereiches zur Entschleunigung der anderen geführt hat. Und das gilt auch für das System, für die Hochschulen insgesamt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir einzeln schlecht beantworten können, sondern da ist eine solche Kommission außerordentlich wichtig. Und jetzt kommt 4.4-6. Das ist das Thema Wirtschaft, Wissenschaft, Exzellenz auf der einen Seite, aber Innovationsorientierung unseres Systems. Wenn wir sagen, wir sind in der Grundlagenforschung sehr gut aufgestellt, dann ist trotzdem, wie macht man aus den Forschungsergebnissen, wie kommt man dann zu Innovationen oder zu Sprunginnovationen? Das ist überhaupt nicht trivial. Und das ist in Deutschland ein Punkt, in dem wir viele Reserven haben. Wir haben ja wichtige Erkenntnisse nicht in Deutschland umgesetzt. Die sind verloren gegangen oder gar nicht genutzt worden. Und wir haben einige Formate, zum Beispiel Inkubator mit Max Planck für Lebenswissenschaften oder für Photonik in Göttingen, wo, finde ich, eine interessante Situation ist, dass man die Grundlagenergebnisse im Bereich Photonik, die überall Max Planck etc. in Deutschland kommen, dann professionell von Leuten mit Management und anderen Erfahrungen, mit zusätzlichem Geld,
Das ist keine Aufgabe, die der einzelne Wissenschaftler erledigen kann und auch nicht unbedingt will. Ich meine, die Mentalität von Herrn Hell, der verfolgt die ganze Kette bis hin zur Umsetzung. Aber das ist nicht der Durchschnitt und das kann man und sollte man auch nicht erwarten. Und hier möchte ich, dass die Mittel für den Pakt für Forschung und Innovation in den Außeruniversitären auch unter dem Aspekt nochmal angesehen werden, wie kann man die einsetzen, nicht für das weitere Großgerät oder noch einen Forschungszweig, sondern auch für dieses Innovationen erzeugen, ausgehend von der hohen Leistungsfähigkeit, die in den Institutionen vorhanden ist. Wir haben gerade ein neues Programm gestartet, WIP Plus, das heißt Validierungsprogramm, das sich also an alle Hochschulen richtet und nicht eingeschränkt ist auf MINT-Fächer oder naturwissenschaftliche Bereiche, sondern auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften, wo wir Geld zur Verfügung stellen für die Wissenschaftler, damit sie aus ihrer Erkenntnis diese prüfen, überprüfen und eventuell in Innovation überführen können. Wenn der Gesamtbereich des Transfers angeschaut wird, dann ist Deutschland im Vergleich international so wie die USA. Wir sind in der Lage, das, was in den Hochschulen und den Außeruniversitären geschieht, zu transferieren. Es gibt Länder, die ganz schlecht sind in dem Bereich, wie zum Beispiel China. Es gibt Länder, die ein Stückchen besser sind, Japan, Korea. Da gibt es aber andere Dinge, wo man vielleicht kritisch im Vergleich sich das anschauen möchte. Und wir haben etablierte Institutionen wie Fraunhofer, die für diesen Transfer in geeigneter Weise auch wirklich großartige Ergebnisse erbringen. Trotzdem ist die Idee der Zentrenbildung, die jetzt bei Fraunhofer verfolgt wird, vielleicht mit anderen ein Punkt, wo die Schlagkraft von Fraunhofer erhöht werden könnte. Und wir haben weit unter dem Radar den gesamten Bereich der Fachhochschulen, die nicht für die Sprunginnovation in Größenordnung, aber die für den Transfer und gerade in die KMUs. Und gerade in die KMUs, damit meine ich nicht 500 und mehr, sondern die kleinen, notwendig sind. Und ich denke, dass das, was jetzt in der DFG dort an Fördermöglichkeiten geschaffen wurde, das ist gut. Und wir starten jetzt im Juni wahrscheinlich ein neues Programm FH Impuls, wo es darum geht, die Spitze dieser Hochschulen, was Transferwirkung in die Region angeht, mit wirklich ordentlichen Summen wettbewerblich zu fördern. Weil wir sind in Deutschland nicht nur gut, weil wir die großen Unternehmen haben, die leistungsstarken, die international bekannten, sondern weil wir insgesamt diese Mittelstandsstruktur haben. Und da sind wir, was den Transfer angeht, nicht in der vorderen Position. Und ich glaube, die Fachhochschulen haben hier eine ganz wichtige Funktion. Und die sollten wir für diese Aufgabe absolut stärken. Ich sehe eine große Gefahr in der aktuellen Debatte, was das Verhältnis Wissenschaft-Wirtschaft angeht. Also ich finde es abartig zum Teil, ist nicht zitierfähig, dass wir eigentlich Millionen Geld in die Hand nehmen, Spitzenklasse oder anderes, um die Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft zu befördern und jetzt eine Diskussion haben, die das kritisch sieht, dass wir jetzt Regelungen haben in Bundesländern, die eine Transparenz verlangen vor dem vermeintlichen Hintergrund, da wird irgendjemand eingekauft. Und ich meine, warum soll VW offenlegen, für welches Antriebssystem der Zukunft sie sich interessieren oder eben nicht interessieren. Das ist nichts, was jetzt den Konkurrenten nicht freuen würde, dieses alles zu wissen. Und wenn wir das verlangen von der Wirtschaft, dann denke ich, da wird der erreichte Stand Wissenschaft, Wirtschaft wirklich hochgradig geschädigt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass man auch dieses Thema Betriebsgeheimnis und anderes, dass das diskutiert wird und war da auch über die HAK an der Stelle, hat sie mal schnell reagiert, dass wir da entsprechende auch Äußerungen in dem Bereich haben. Wenn wir Grundlagenforschung, Transfer, Institutionen sehen, dann muss eine Industrienation nicht nur darauf achten oder davon ausgehen, wir geben Geld in die Hochschulen, wir geben Geld in die Außeruniversitären und die werden schon die richtigen Themen bearbeiten. Gerade weil es dort auch um den Aspekt der Verwertbarkeit nicht gehen muss, ist es wichtig, dass man daneben ein anderes Instrument hat. Und das ist die Hightech-Strategie. Und bei der Hightech-Strategie ist das Entscheidende, dass hier der Staat, an der Stelle die Bundesregierung, Themen setzen kann, gewisse Bereiche forcieren kann. Ich glaube, das muss man auch, nicht ausschließlich, aber auch in einem bestimmten Maße. Und wir haben in der Hightech-Strategie 6 große Themenbereiche, die sich über viele Jahre nicht ändern, die klar sind, Gesundheit, Energie, nachhaltiges Wirtschaften und anderes. Und diese
Kontinuität der Förderung, dass wir jetzt in der Materialforschung wissen, wir haben für die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 100 Millionen, das sind Dinge, das sind keine kleinen Projekte, sondern das ist wirklich gewisse Bereiche in starkem Maße unterstützen. Und da kommt noch ein Aspekt, bei der Hightech-Strategie geht es nicht darum, dass man nur Transfer, kleine Projekte oder anderes macht, sondern es geht eigentlich vom Anfang der Kette bis zur Verwertbarkeit. Und im Rahmen der Hightech-Strategie ist es möglich und ist auch schon positiv gelungen, dass man von staatlicher Seite gewisse Grundlagenforschung anregt, unterstützt. Warum soll eine Hochschule oder ein Wissenschaftler oder eine Außeruniversität sich um einen Bereich kümmern, wo die Kapazitäten fehlen? Also wir hatten das im Bereich der Energie-Batterieforschung 2007, wo es kaum Professuren für Elektrochemie gab, und dann angeregt dadurch Aufbau einer Grundkompetenz in diesem Bereich, also Anregung von Grundlagenforschung in diesem Bereich durch Professoren, durch Personal, um es dann natürlich entsprechend auch umzusetzen. Das heißt, hier ist also bei der Hightech-Strategie auch die Möglichkeit, in defizitären Bereichen vom Blick von außen oder von oben so etwas anzuregen. Ich hatte gesagt, Mittelstand. Bei der Hightech-Strategie funktioniert vieles sehr gut. Wir haben neue Formate, die Forschungskampi oder Spitzencluster. Aber wir haben in den ganzen Jahren eine Steigerung. Kurve geht nach oben oder ist zumindest in gewissen Bereichen konstant, was die Summen aus der Hightech-Strategie für die KMUs anbetrifft. Aber die Effekte sind nicht entsprechend. Die Leistungen dort sind nicht in dieser Größenordnung, gehen zum Teil runter. Und deswegen ist eines unserer Bestrebungen, Mittelstand stärker zu erreichen, nicht einfach durch Geld, Geld gibt es da, glaube ich, viel, sondern eben zum Beispiel durch die Fachhochschulen, durch die Förderung von Pilotmaßnahmen und andere mehr. Und weil ich vorhin sagte, wir können uns auch mal loben, ich sage es deutlich, können wir auch nachher streiten, bei Industrie 4.0 haben wir international die erste beste Ausgangsposition. Die können wir vergeigen oder wir können richtig was draus machen, aber wir sind da nicht die Letzten, die gefördert und unterstützt werden müssen, sondern wir haben eine klasse Ausgangsposition, aber wir müssen jetzt Kräfte bündeln, um daraus etwas zu erreichen. Und ein ganz wichtiger Punkt in der Hightech-Strategie ist der Dialog mit der Zivilgesellschaft, um zum Beispiel Akzeptanzprobleme zu verhindern, indem man von Anfang an diskutiert und nicht nur immer Risiken, sondern nicht nur immer nur Chancen sieht. Das macht die Wissenschaft manchmal, nur das Positive zu sehen. Und wir sind gerade dabei, ich hatte es genannt, Fusionsforschung, Dinge, wo wir Spitzenstellungen haben, wo wir genügend junge Nachwuchswissenschaftler haben, die kriegen wir nicht mehr, wenn wir diese Dinge so zerreden. Wie gesagt, das ist uns an anderer Stelle schon gelungen. Und der letzte Punkt, Personal. Ganz entscheidend sind natürlich die Köpfe, die Menschen. In der Überschrift stand Koordinaten des Wissenschaftssystems oder Eckpunkte. Hochschulpakt 2020 ist so eine. Hochschulpakt 2020 ist eigentlich die größte Leistung, die die Bundesregierung im Rahmen der Demografiestrategie oder angesichts der demografischen Entwicklung vollbracht hat, weil 2005 mit den Ländern waren lange intensive Verhandlungen, ich war da auf der anderen Seite, dabei, dass in den Jahren, wo wir jetzt die geburtenstarken Jahrgänge haben, die potenziellen Studiermöglichkeiten so vergrößert werden, dass die Chancen gleich bleiben. Dass die Chancen gleich bleiben. Hat man in den 70er Jahren überhaupt nicht geschafft, hat man Studentenberge untertunnelt. Das heißt, dieser Hochschulpakt ist eine große, wichtige Leistung, aber wir haben im Moment eine Gefahr und die betrifft alle Hochschulen, weil wir eine Diskussion haben, die berechtigt ist, über die Schwierigkeiten im Bereich der dualen Ausbildung. Wir haben zu wenig dort, die in die Ausbildung gehen. Das Problem wächst an. Wir haben, in jeder Politikerrede wird gesagt, wir brauchen mehr Indianer und nicht nur Häuptlinge. Das ist richtig, dass dort Handlungsbedarf ist, hat aber, wenn das jeder, und das sage ich jetzt in Richtung der Wirtschaftsleute, immer einfach so gesagt wird, dann erschwert es uns, Geld zu akquirieren für den Hochschulbereich. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Für die Hochschulen ist die Bundesregierung nicht originär zuständig. Und die Milliarden, die neu ins System gekommen sind, dort weitere draufzusetzen, das geht nicht, wenn nicht die entsprechende Akzeptanz auch bei den Abgeordneten vor Rat, sehe ich hier, und anderen vorhanden ist. Und deswegen ist es außerordentlich wichtig, dass wir deutlich machen, was wir leisten und dass wir, und ich bin BDI, BDA und anderen sehr dankbar, die deutlich machen, wir brauchen die Akademiker. Wir brauchen weniger Abbrecher und vieles andere, aber wir brauchen dort, um exzellent zu sein, die guten Leute.
Ich denke, das große Defizit bei uns, wenn es um Personal geht im Wissenschaftsbereich, ist die mangelnde Planbarkeit und die späten Entscheidungen über die Karrierewege. Und deswegen die Initiative, wir wollen einen Strukturwandel. Wir wollen nicht alles unbefristete Stellen, das wäre absoluter Unsinn. Wir wollen aber eine bessere Balance im Verhältnis und wir wollen frühere Entscheidungen. Das heißt, zu einem früheren Zeitpunkt dem Wissenschaftler klarmachen, um auch rückzugewinnen und um hier die Besten zu halten im Wissenschaftssystem. Und diesen Strukturwandel werden wir von Seiten des Bundes, werden wir uns mit den Ländern entsprechend verständigen, über Jahre begleiten, anregen. Aber das geht nur gemeinsam und deswegen Bund-Länder-Verhandlungen. Und ein letzter Punkt in Richtung Wirtschaft, Internationalität, was Mobilität unserer Studierenden anbetrifft, können wir sehr zufrieden sein. Das hat sich total geändert. Aber vor einiger Zeit hat die Wirtschaft mal so ein Signal gesendet, der Bund möchte doch ein Programm machen für die Wissenschaftler, die aus dem Ausland zu uns kommen, beziehungsweise für die Studenten, die hier studieren. Wir haben ja jetzt die dritthöchste internationale Studierendenzahl weltweit. Also meine Damen und Herren von der Wirtschaft, dafür gibt es garantiert kein Programm. Wenn die jungen Leute bei uns studieren und hier ihren Master machen und sie haben Interesse, dann sollte man denen einfach Angebote machen. Und wenn die einige Jahre in Deutschland sind, dann ist es gut im Moment. Und wenn sie dann in ihre Heimatländer gehen, dann ist es ein Ankerpunkt, den sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist das, was USA und andere Länder seit Jahren machen. Und deswegen an der Stelle, ich glaube, was Internationalisierung der Wissenschaft anbetrifft, haben wir von Seiten des Bundes mit den Ländern vieles auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen hier an dieser Stelle viel stärker das Zusammenspiel mit der Wirtschaft. Das ist noch nicht vorhanden. Meine Damen und Herren, das waren jetzt 5 Punkte. Vielen Dank.